Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate. Und ich bin jetzt noch immer im System, aber noch immer bei der Verfolgung des kleinen Langfingers. Aber ich habe mir mal die Sachen hier angeguckt, die man benutzen kann und ausbauen kann. Und ich würde sagen, da ich ja diese drei Fähigkeiten habe, gebe ich dir jetzt auch mal Schlösser knacken. Schlechter. Beute Takedown ist wahrscheinlich auch ganz cool. Auf jeden Fall ist der cool. Hallo? Adlerauge 2, der Plünderer. Natürlich. Erstmal die Infrastruktur aufbauen, ja? Sie haben ein neues Level erreicht, Level 2. Ah. So, warte mal, kann ich irgendwie Eevee jetzt auswählen? Ah, R. Ja, nee, ich kann nicht zu Eevee. Schade. Egal. Wir verfolgen den kleinen Jungen. Wo ist der denn jetzt hin? Ach, wo willst du hin? Jacob. Fein, du kleiner Verbrecher. Halt es. Seht mal an. Wen haben wir denn hier? Ihr seid in unserem Gebiet. Schlag ihm den Schädel ab. Exzellent. Was hat London sonst noch zu bieten? Wir haben keine Zeit zum Flanieren, Jacob. Wir müssen erst Henry Green finden. Ich konnte schon immer besser klettern. Nicht wahr? Nicht mehr, seit wir zwei waren. Ich bin vor dir am Aussichtspunkt. Oh. Und du wirst wieder verlieren. Auf keinen Fall. Wo ist denn... Ach, da oben ist der Aussichtspunkt. Ah ja, lässt mich jetzt gewinnen, Eevee. Wo befindet sich jetzt Mr. Greens Geschäft? Es war auf Vaters Karte markiert. Zwei Assassinen. Etwa gleich groß. Eine Frau. Ein Mann. Etwa 20 Jahre. Und dieses teuflische Grinsen. Sie müssen die Freizwillinge sein. Und Sie sind? Henry Green. Zu Ihren Diensten. Mein tiefstes Beileid zum Tod Ihres Vaters. Danke. Was können Sie uns über Crawford Starrick erzählen? Wünscht der Rat also Informationen? London muss befreit werden, um eine bessere Zukunft für alle Einwohner zu bringen. Gott sei Dank ist der Rat zur Einsicht gekommen und hat euch geschickt. Ja. Gott sei Dank. Unglücklicherweise habe ich schlechte Neuigkeiten. Inzwischen sitzt Starrick an der Spitze der ausgeklügelsten Templerstruktur der gesamten westlichen Welt. Jede Klasse, jeder Bezirk, die Gangs, die Industrie. Seine Macht erstreckt sich über ganz London. Ich habe mich immer schon als Gangführer gesehen. Hart, aber gerecht. Wir tragen Uniformen. Und ich kann entrechtete Außenseiter jeder Couleur vereinen. Unter einem Namen. Das ist es, Eevee. Wir ziehen sie auf unsere Seite. Oh, so wie du diese Kartenspieler im Oatbrook mit in den Fluss gezogen hast? Das war was anderes. Sie schlugen mich beim Whist. Ich sehe es direkt vor mir. Wir nennen uns The Rooks.
Ist das wirklich dein Ernst? Hast du einen besseren Plan? Den Edensplitter finden. Also, verschaffen wir uns mal einen Überblick. Sollen wir? Das da ist der höchste Punkt in Whitechapel. Gut, gut. Dann hoch mit uns. Es sieht aber ganz schön hoch aus. Synchronisieren. Seht, was Starrick dieser Stadt angetan hat. Whitechapel strotzt nur so vor Verbrechen. Kinderarbeit, trotz aller Vorschriften. Eine Gang namens The Blighters kontrolliert die Straßen. Und die Templer ziehen im Hintergrund die Fäden. So ist es in jedem Stadtteil. Wir müssen diese Stadt den Menschen zurückgeben, die sie überhaupt errichtet haben. Wir befreien London von Starrick. Sie haben mein Wort. Und die Rocks. Miss Fry, ihre Passion ist inspirierend. Kommt. Wir kehren zu meinem Geschäft zurück und ich bringe euch auf den neuesten Stand. Bahnt sich da eine Liebesromanze an? Kann ich jetzt wechseln? Nein, kann ich nicht. Also, wenn man von hier oben so reinsieht, dann sieht das... Naja, relativ detailarm aus, also... Jetzt sind plötzlich sehr viel mehr. Keinen Mucks! K-Lock sucht nach mir. Wer ist K-Lock? Einer von Starricks Ganganführern. Was will er von Ihnen? Er hat es auf meine geheime Forschung zu einem der Vorläufer-Artefakte abgesehen. Den Edensplitter. Erzählen Sie mehr von diesen Blighters. Da er eine Armee brauchte, versammelte Starrick den Abschaum der Unterwelt. Einige der Gangs wollten das verhindern. Regelrecht abgeschlachtet. Jetzt sind nur noch die Klinkers aus Whitechapel übrig. Doch die sind keine Gegner für die Blighters. Dann schauen wir uns diese Klinkers doch mal an, oder? Genau nach solchen Leuten suchen wir. Das ist nicht dein Ernst. Evie, Sie sind bereit, gegen die Blighters zu kämpfen. Das ist meine Chance einzugreifen. Achtung, London, hier kommen die Rocks. Boah. Das ist aber auch wirklich dein Ernst, Jacob, ja? Jacob ist so ein Name, den kann man wirklich so richtig schön hasserfüllt. Diese verfluchte Stadt! Keiner passt auf, wo er hingeht! Ja, ist mir aufgefallen. Verfluchter Drood! So werde ich nie fertig damit! Nur die Vorsehung weiß, wohin es diese Worte nun verschlägt. Ich muss an die Arbeit und sie ersetzen. Falls Ihnen der Sinn nach einer Geschichte steht, finden Sie mich dort, wo das Ale warm und die Gemüter heiß sind. Tata! Was für ein komischer Mann. Das, Mr. Fry, war Charles Dickens. Er kennt einfach alles und jeden in dieser Stadt. Wenn ich Sie wäre, würde ich diese Verbindung in der Hinterhand halten. Kelloggs Gang ist in der Nähe. Sie dürfen mir nicht zum Laden folgen. Wir machen das. Hier, die könnten von Nutzen sein. Oh Gott, das hoffe ich. Meine Kutsche ist nicht weit. Lockt sie damit auf eine falsche Fährte. Wir treffen uns bei meinem Geschäft. Gut, gut. Heißt das jetzt, wir dürfen Kutsche fahren? Ja. Auf geht's. Wir müssen sie von Green weglocken. Das gibt Ärger. Ihre Kutschen sind nicht allzu stabil. Das wird Caleb bereuen. Das ist der Kerl. Weiter, Mädchen. Pack ihn. Hier bin ich. Wie genau macht man das? So. Oh.
So. Also man muss. Die sind weg. Dann also zurück zu Mr. Green. Aye, aye, Captain. Du bist unmöglich. Dank dieser Unmöglichkeit werde ich zum Meister ernannt, wenn wir hier fertig sind. George wird nichts dergleichen tun. Was noch vom Credo übrig ist, würde unter deiner Leitung verschwinden. Harte Worte, Schwester Haas. Ich hoffe sehr, dass Mr. Green in Sicherheit ist. Sag nicht, dass du jetzt schon für diesen Typen schwärmst. Was würdest du denn sagen, wenn unsere wichtigste Informationsquelle plötzlich tot ist? Starek kann nicht so schwer zu finden sein. Ich schlage vor, wir wenden diese Kutsche und suchen ihn. Genau deshalb hast du nicht das Sagen. Wow. Also die Kutsche... Nicht so schnell! Er ist ein gutes Pferdchen. Du bist das. Ah ja, wir sind ja in London. Hier haben wir Linksverkehr. Ach so, scheiße. Deshalb fahren die alle auf der falschen Seite. Ja, die Kutsche sieht ganz schön ramponiert aus. Egal. Wir können in ein Geschäft rein. Haben Sie sie abgeschüttelt? Wir haben noch viel mehr getan. Wer sind all diese Leute? Im Laufe der Jahre gelang es mir, einige Verbindungen in dieser Stadt zu knüpfen. Wunderbar. Wir werden gezielte Hilfe... Gezielte Hilfe. Wir übernehmen Starricks Gangs und schmälern seine Macht. Du denkst nicht weit genug. Starrick hat seine Finger in jedem Zweig der Gesellschaft. Wir müssen es ihm gleich tun. Das sehe ich ganz genauso, Evie. Wir brauchen die Rooks. Du gründest keine Gang namens Rooks. Vielleicht habe ich auch eine Idee beizusteuern. Wir müssen die Polizei dazu bringen, uns nicht zu beachten. Ich habe einen Vertrauten. Sergeant Eberlein. Er gilt als Meister der Verkleidung. Außerdem Kinder. Kinder? Kinder. Kinder sind exzellente Spione. Clara O'Day. Schlau wie ein Fuchs, die Kleine. Und schließlich sollten Sie eins nicht vergessen. Starrick arbeitet nie allein. Er hat Gangführer in jedem Bezirk. Sie lernen sich schon bald kennen. Jede Wette. Rexford Kaylock. Bekannt für seine Fähigkeit, vor aller Augen zu verschwinden. Und nun soll er endgültig verschwinden? So sieht es aus. Einen Moment. Ein Templerziel, das Sie sich ansehen sollten. Seien Sie vorsichtig. Es ist rau da draußen. Machen Sie sich nur keine Sorgen, Greenie. Mit ein paar Schlägern komme ich klar. Bist du dir da wirklich sicher? Abgeschlossen. Vor Evie ankommen. Wie schön. Die Karte von London. Drücken Sie. Ja. Erobern. Gebiete zu erobern. Töten Sie Templer-Gang-Anführer, um den Bezirk zu erobern. Cool. Okay. Also... Ist das sozusagen unsere nächste Mission? Können wir auch weiter rauszoomen? Noch weiter rauszoomen? Okay, London ist ziemlich groß. Also da kann man gerne ein bisschen mit uns verbringen. Und wie lautet der Plan, oh allmächtige Hoheit? Du bist doch der mit den großen Träumen. Die Gangs, die Kämpfe, sogar die Klamotten, die ihr tragen werdet. Vielleicht solltest du vorangehen. Wenn du darauf bestehst. Gut, gut. Jetzt kann ich die Charaktere wechseln. Drücken Sie um Hauptmenü zwischen Evie und Jay. Evie bevorzugt die heimliche. Dann Vorgehensweise, während Jacob auch eher auf Konfrontation aus ist. Ja, wieso denn nicht? Evie und Jakob teilen Geld, EP und Belohnung, verfügen über separate Ausrüstung und Fähigkeiten. Okay. Gut, dann würde ich aber hier sagen. Ich laufe noch dahin. Und dann machen wir noch die Mission. Oder?
Wie weit ist die entfernt? Ja. Suchst du Ärger? Gut, jetzt kümmere ich mich um dich. Nicht hier sein. Weitergehen. Ja, ich gehe auch weiter. Wieso bist du schneller als ich, Elvi? Naja, aber dafür bis zum nächsten Mal. Oh. Ich sehe Mr. Aberlein nicht. Naja, wir haben es versucht. Psst, ich weiß vielleicht ein wenig über den fabelhaften Kerl, von dem Sie gesprochen haben. Was soll das? Bei Gott, wollen Sie mich auffliegen lassen? Was? Sergeant Aberlein, zu Ihren Diensten. Sie müssen die Frey-Zwillinge sein, die Green erwähnte. Ich hatte gedacht, Sie wären ein Polizist. Und ich dachte, Sie wären diskreter. Henry Green sagte, Sie könnten uns helfen, unerkannt zu bleiben. Ich sag Ihnen, wie das läuft. Ich gebe Ihnen die Namen krimineller Gangmitglieder. Sie bringen sie zurück zu mir. Unauffällig. Oh, so unauffällig wie eine alte Lady. Eine sehr haarige, komische alte Lady, die aussieht wie ein Polizist. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Der Grenzen der Gesetze, mir zuliebe. Ich brauche keine Leichen auf meinem Revier. Nähern Sie sich dem Ziel von hinten und bringen Sie es zum Reden. Dann bringen Sie es zu meiner Kutsche. Vorsichtig.